Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 15 Jahre lang habe ich als Hausärztin auf dem Land gearbeitet und in dieser Zeit viele Patientinnen und Patienten in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Gemeinsam mit meinem Praxisteam und der Sozialstation war es immer ein Anliegen, dem Patienten ein Sterben unter Bewahrung seiner Würde und Berücksichtigung seines Willens im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Aufgrund der fehlenden Hospiz- und Palliativstrukturen in meiner ländlichen Heimatregion war das nicht immer ganz einfach. Ich muss Ihnen sagen, meine Kolleginnen und Kollegen, bei der Betreuung von Sterbenden baut sich ein sehr enges, ein ganz spezielles, intensives Arzt-Patienten-Verhältnis auf. Als Arzt überbringe ich die todbringende, die das Leben des Patienten auf den Kopf stellende Diagnose. Ich bespreche die möglichen Therapieoptionen. Und als Arzt erlebe ich mit dem Patienten gemeinsam das Hoffen und Bangen, die Freude, wenn ein kleiner Fortschritt erzielt wird, und die tiefe Enttäuschung, wenn eine Therapie wieder nicht den erhofften Erfolg bringt. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Arzt, Patient und Angehörige gleichermaßen erkennen und akzeptieren müssen, es gibt keine Therapieoption mehr oder der Patient will keine Therapieoption mehr. Es bleibt mir dann nur noch die Aufgabe, Schmerz und Angst zu nehmen und zu begleiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Anstrengungen in den flächendeckenden Ausbau der ambulanten und stationären Hospiz- und Palliativversorgung weiter verstärken. Und ich bin sehr dankbar für das vorgelegte Eckpunktepapier. Ich erwarte aber auch, dass die jetzt formulierten Forderungen umgehend in gesetzgeberisches Handeln umgesetzt werden, in Bund und in Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß aber auch, dass es Einzelfälle gibt, in denen der Patient trotz Palliativmedizin letztendlich seinen Sterbewillen äußert. Und in dieser Situation wünsche ich mir, dass der Patient nicht auf kommerzielle, auf organisierte Sterbehilfevereine zurückgreifen muss. In dieser Situation wünsche ich mir, dass mein Patient offen mit mir reden kann. Und als Ärztin wünsche ich mir, wenn in dieser tiefen, gewachsenen, vertrauten Arzt-Patienten-Beziehung der Sterbewille an mich herangetragen wird, dass ich zu einer ethisch abgewogenen Entscheidung kommen kann. Eine Entscheidung, die geleitet ist vom Patientenwohl und vom Patientenwillen und die ich mit meinem Gewissen in Einklang bringen kann. Und diese Einzelfallentscheidung muss ich ohne Androhung von berufsrechtlichen Konsequenzen treffen können. Und ich sage Ihnen, auch in Bayern ist mir das möglich. Die Bayerische Berufsordnung gab und gibt mir dieses Quäntchen Entscheidungsfreiheit. Aber für Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern ist es schwieriger. Hier wurde die explizite Verbotsregelung der Bundesärztekammer übernommen. Und ich muss Ihnen sagen, ich kam mit den anfänglichen Grundsätzen zur Sterbebegleitung der Bundesärztekammer sehr gut zurecht. Sie stellten heraus, meine Aufgabe ist es, Leben zu erhalten, Leid zu lindern, sterbenden Beistand zu leisten und keine Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe. Sie gaben mir Orientierung und gleichzeitig den notwendigen Entscheidungsspielraum, den ich in Grenzsituationen brauche, um eine sorgfältig überlegte Entscheidung zu treffen. Die neue Berufsordnung, der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer schränkt diesen Handlungsspielraum ein. Und was noch viel dramatischer ist, die völlig unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern, dieser Flickenteppich. Und da muss ich den Professor Wiesing, der bis 2013 Vorsitzender der Ethikkommission der Bundesärztekammer war, recht geben, wenn er sagt, eine solche Vielfalt im Standesrecht ist dem Patienten in Deutschland nicht zumutbar. Und ich füge hinzu, diese Unterschiede sind auch den Ärztinnen und Ärzten nicht zumutbar. Wir brauchen hier Rechtssicherheit. Und wenig hilfreich ist mir in diesem Zusammenhang auch der Hinweis, dass mein Handeln in dieser Grenzsituation durch das Strafrecht gedeckt ist. Denn das Berufsrecht hat eine ganz hohe moralische Bindung für uns Ärzte und Ärztinnen. Und da befindet man sich in einem wirklichen Zwiespalt. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, gibt es für mich in dieser Debatte wirklich noch viele offene Fragen, auf die ich Antworten suche. Kann und darf eine Berufsordnung eine solche ethische Frage, einen solchen ethischen Konflikt, der sowohl in Ärzteschaft als auch in Gesellschaft so kontrovers und differenziert diskutiert werden, darf der wirklich per Mehrheitsentscheidung geklärt werden?
Kann und darf das Berufsrecht wirklich über das Strafrecht hinausgehende Regelungen treffen? Wie schaffen wir Rechtssicherheit für Ärzte und Ärztinnen? Und können wir durch Regelungen im BGB den Konflikt zwischen Standesrecht und Strafrecht auflösen? Ich suche Antworten. Und ich hoffe sehr, dass unsere intensive parlamentarische Befassung mir diese in den nächsten Monaten auch gibt. Antworten, die dem Wohle von Patientinnen und Patienten dienen und ihnen eine menschenwürdige letzte Phase ermöglichen. Antworten aber auch, die den Ärztinnen und Ärzten in ganz Deutschland Rechtssicherheit gibt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Dr. Valerie Wild.